Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Ich bin heute an der Sunshine Coast, genauer gesagt in, die haben ja so komische Namen. Ich glaube, Pyrgeon Beach. Im Süden, im Norden von Brisbane. Okay, ihr habt ja nach ein paar Videos gefragt, wo ich euch ein bisschen sozusagen rumbringe, euch ein paar Sachen zeige, wie so die Landschaft und sowas alles aussieht. Wie gesagt, wir sind jetzt hier am Strand, ist gerade das Osterwochenende. Und wir sind jetzt nur hier für ein paar Stunden, gerade aus Brisbane gekommen und werden heute Abend auch wieder zurückfahren und werden ein bisschen am Strand abhängen. Ich bin hier gerade an einem Barbecue und das ist was ihr sehr häufig in Australien antreffen werdet, sehen ja, werdet. Diese Barbecues sind kostenlos und ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Ist wirklich total simpel. Hier ist ein Knopf drin, den drückt man, bis es leuchtet, so 3 Sekunden lang und dann wartet man noch mal eine Minute und dann wird der Bereich hier total heiß. Und dann kann man da sein Essen drauf machen. Fleisch, Gemüse, was auch immer ihr grillen wollt. Und freundlicherweise, wenn man fertig ist, dann macht man das wieder sauber. Entweder mit Wasser, da drüben sind Toiletten zum Beispiel, da ist Wasser. Manchmal sind da auch Duschen drin. Und genau, dann macht man das mit dem Schwamm wieder sauber für den nächsten. Und dann kann man sich dann auf eine Bank setzen, die meistens auch hier zum Beispiel daneben sind. Da hinten sind Mülltonnen. Also es ist im Prinzip, und hier sieht man ja auch so einen Campervan, der sich hier gerade für den Tag ein bisschen bequem gemacht hat. Genau, also es ist so ein typischer Strandabschnitt und so sieht es eigentlich hier an der gesamten Sunshine Coast aus und auch unten an der Gold Coast, bis auf die großen Surfers Paradise, diese Gegenden, sieht es eigentlich überall so aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber da hinten, hier ist so ein Waldstück und dahinter ist dann auch das Meer mit dem Strand und da gehen wir auch gleich hin. Ja, wie gesagt, hier kann man sich tagsüber wunderbar aufhalten, entweder im Schatten sitzen oder wenn es dann im Winter ein bisschen kälter wird, kann man dann sich auch in die Sonne setzen. Okay, das war's erstmal und wir gehen jetzt zum Strand. Okay, haben alle Sachen und auf geht's zum Strand. Lass es jetzt einfach mal ein bisschen laufen für euch, damit ihr einen Eindruck habt, wie das hier so aussieht. Entschuldigung für die Wackelei, meine Steadicam heute nicht dabei. Ach ja, und das ist auch was Nettes, fast überall sind immer so kleine Hinweistafel, die dann so ein bisschen was über die Natur erzählen. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Oh, ist noch eins. Okay. Aha, was für Tiere gibt, super schön. Und hier ist schon Sand. Und da hinten ist das Meer. Hinter mir der Strand, ich bin auf dem Strand, hinter mir das Wasser. Haben es uns jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht, schöne große Decke hier hingelegt, schönen Sonnenschirm dabei. Das ist jetzt nicht was typisch Deutsches, weil wie man sehen kann, wir können mal ein bisschen näher ans Wasser gehen, sieht man, dass da hinten Australier sind, vermute ich jetzt mal, ich habe mit denen noch nicht gesprochen, aber auch die haben sowas. Und die haben sogar da so ein richtiges Party, fast ein Partyzelt. Ja, so sieht's aus an der Sunshine Coast und super langer Strand, soweit das Auge eigentlich reicht. Leute sind im Wasser, vor allem Surfer. Ich habe es ja in einigen Videos immer mal gesagt, man sollte immer an bewachten Stränden sein, also da wo Lifesaver sind und Lifeguards. Insofern ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, weil hier sind jetzt tatsächlich keine.
Aber hier ist ein bisschen ruhiger, jetzt ist wie gesagt Osterzeit und wir vermeiden jetzt den großen Strand, da wo es sehr, sehr voll ist. Das heißt, wenn ich ins Wasser gehe, dann müssen wir eben besonders vorsichtig sein, weil im schlimmsten Fall keiner da ist, der uns retten könnte. Für die Surfer ist es nicht so wichtig, die sind relativ safe auf dem Board. Insofern, ja. Und wir können mal zum Wasser gehen. Ich hoffe, die Soundqualität ist nicht zu schlecht mit dem Wind. So, wenn man baden will, der nicht surfen will, dann sollte man sich irgendwo einen Strandabschnitt suchen, wenn es denn nicht bewacht ist, wo die Strömung nicht so stark ist. Es kommt immer darauf an, auf den das ist an jedem Strand anders. Insofern sollte man nicht gleich reinrennen. Wenn man dann in der Strömung drin ist, dann wird es schwer wieder rauszukommen. Okay, Wasser wird wahrscheinlich schon ein bisschen kalt sein. Oh, das sind bestimmt nicht mehr als 21 Grad. Okay, was ich immer mache, ich stelle mich, wo es ein bisschen tiefer ist, immerhin und warte so ein bisschen, um zu gucken, wie stark die Strömung ist. Und da sieht man an meinen Füßen, wie das bisschen Wasser schon ganz schön doll wieder zurückkommt. Okay, das ist alles safe, das ist alles Kraft, die uns im schlimmsten Fall wieder an den Strand spielt, das ist gut. Aber wenn viel Wasser an den Strand gespült wird, heißt es auch, dass viel Wasser wieder zurück will ins Meer. Und das ist die Kraft, die einen dann. Okay, keine Ahnung, ob das Mikrofon noch funktioniert. Ich musste gerade hier die Kamera retten. Okay, also, ja, was ich da mache, ich stehe einfach und gucke, welche Kraft wieder wie die Wasserströmung ist. Vom Land wieder zurück ins Wasser. Und ja, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wie stark es ist. Okay, jetzt ziehe ich mir schnell meinen Rushy an, damit ich von der Sonne geschützt bin. Und schnapp mir mein Bodyboard oder Boogieboard. Und dann haben wir ein bisschen Spaß. Okay, wir sind jetzt wieder zurück vom Strand. Ein super Tag gehabt. Sonne geht gerade unter. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg vom Strand. Wir werden jetzt wahrscheinlich woanders noch mal kurz anhalten zum Essen. Und ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Und zwar, das ist für Backpacker wirklich eine ganz tolle Sache, wenn ihr an solchen Stränden seid. Und zwar sind hier Duschen und hier gibt es nicht nur eine Dusche hier draußen. Ne, das hier, das hat man eigentlich an fast allen Stränden. Hat man so eine Süßwasser- oder Frischwasserdusche. Dann kann man sich dann das Salzwasser abwaschen. Aber hier ist noch was und wir gehen mal kurz rein. Nee. So. Komm mal mit. Und zwar sind hier vernünftige Duschkabinen. Und da könnt ihr dann wirklich als Backpacker dann abends, wenn ihr irgendwo mal duschen wollt und nicht an einem Campingplatz schlafen wollt und mit dem Auto unterwegs seid, könnt ihr hier einfach kostenlos duschen, euch selber machen. Da bei dem Barbecue, was ich euch vorhin schon gezeigt hatte, macht euer Abendbrot. Und dann, ich würde nicht unbedingt empfehlen, hier zu schlafen an so einem Parkplatz. Da kommen dann abends meistens Leute und kontrollieren, aber ihr könnt es einfach ausprobieren. Also hier, im schlimmsten Fall sagen sie euch, dass ihr verschwinden sollt. Und könnt euch dann irgendwo anders einen Stellplatz suchen. Okay. Das war's erstmal für jetzt. Hey.
Hier ist es gerade ein bisschen laut, wir sind jetzt in einem Surfclub. Wenn ihr sowas seht, die gibt es an allen größeren Stränden. Grundsätzlich muss man sich unten eintragen, also beim Eingang, wenn man kein Clubmitglied ist. Und da muss man die Adresse angeben, wo man wohnt, gibt man einfach unten eine Adresse ein. Sollte hier in Australien sein natürlich. Ja, üblicherweise sind diese Surfclubs direkt am Wasser, wie man im Hintergrund sieht. Noch ein paar Leute sind im Wasser, die Sonne geht gerade unter. Wir haben uns gerade was zu essen bestellt. In der Regel ist das Essen hier in den Surfclubs immer relativ simpel, aber dafür teuer. Und wir haben gerade festgestellt, jetzt sind gerade Osterferien und da wird einfach mal 10% nochmal oben aufgeschlagen. Einfach so, weil Ferien sind. Ja. Nichtsdestotrotz, trotzdem lecker und wenn man so ein bisschen Beach-Stimmung haben will, dann ist es sicherlich ein schöner Ort, den man sich mal angucken kann. Okay, das soll es von mir heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Da war gerade ein komischer Schnitt. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, schreibt einfach unten einen Kommentar. Like das Video, wenn es euch geholfen und gefallen hat. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir über Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Das war's für heute. Tschüss.